Also wenn ich jetzt den Symbolen glauben sollte, dann müsste doch irgendwo wahrscheinlich irgendwie hier oder sowas, das Karo-Ding sein. Muss ich jetzt runtertauchen dafür? Das funktioniert zumindest. Ein Underwater Dungeon? Ja, Tatsache. Holy cow, das ist so eine doppelte Pyramide. Und da haben wir jetzt den Schlüssel, das heißt, oder Schlüsselloch, da können wir jetzt den Schlüssel reintun. Wahrscheinlich wieder mit der super tollen Steuerung, wie bei den anderen Dingern. So dumm, Alter. Hier sieht's ganz anders aus als erwartet. Ich dachte, da kommt jetzt irgendwie so eine Base, die total neu, modern, außerirdisch irgendwie aussieht, aber das ist was ganz anderes. Seid willkommen, Reisende. Euch gebührt Hochachtung für das Finden des Karo-Schlüssels. Doch euer wahres Abenteuer soll nunmehr erst beginnen. Mhm, okay. Das heißt, alles andere, was wir vorher gemacht hatten mit Bobby und der Wüste, das ist komplett nutzlos. Jetzt geht das Spiel erst los. In drei schweren Prüfungen müsst ihr hier eure Stärke, eure Weisheit und euren Mut beweisen. Für jeden Bestand der Prüfung erhaltet ihr eine Kugel. Mhm, okay. Das heißt, die brauchen wir später beim Turm. Well, dann, ich würde sagen, wir fangen hier rechts an. Wobei, was ist das hier? Was ist das für ein Kreis? Sieht aus wie ein Fallkreis, der irgendwie alles beinhaltet. Also Erde, Feuer, Wasser und das dritte, was wir noch nicht kennen. Bringt es mir irgendwas? Ich meine, da links ist auch Wasser drin. Aber ich meine, bringt das mir irgendwas, um darüber zu kommen? Überhaupt nicht. Ich verstehe gar nichts mehr. Also fange ich am besten hier an vielleicht. So, was erleben wir hier drin bitte? Dies ist die Prüfung der Kraft. Bewältigt ihr drei Etappen und eine heilige Kugel sei euer Lohn. Okay, also ich schätze mal, jetzt hier müssen wir nur kämpfen. Müsst alle Blöcke innerhalb der vorgegebenen Zeit zerstören? Was hat das mit Kraft zu tun? Okay, let's go. Das erinnert mich ein bisschen an alte Mario Party Spiele. Oh no, so ein Riesenblock. I got it. Hm, ich weiß nicht, ob das so schwer sein kann. Aber ich werde es noch bereuen, das gesagt zu haben. Was? Holt aus mit B, schlag zu mit A? Oh Gott. Das ist jetzt eine Mischung zwischen Kampf und normalen Hammer. Vielleicht wenn ich jetzt den hier in der Mitte mit Exzellent treffen würde, was ich nicht tue, dann hätte ich gleich alle erwischt wahrscheinlich. Ist wieder ein Riesenblock. Mario, pass auf, was? Kraftkugel. Sieht sehr schön aus. Was ist hier hinten? Das ist ja jetzt ein ganz anderes. Warte mal. Das ist jetzt ein ganz anderes Gebiet hier. Hier will ich aber gar nicht sein. Obwohl, wenn ich so drüber nachdenke. Ich meine, hier könnte ja vielleicht sogar das vierte Pergament sein. Das Eispergament muss hier irgendwo in der Nähe sein. Ja, wusste ich es doch. Damit hätten wir alle vier. Dann könnten wir auch erst die anderen beiden Sachen machen. Das ergibt natürlich auch Sinn. Ein Icebro? Ist das hinten ein Icebro? Sieht so aus, ne? Hier ist es rutschig. Du brauchst wirklich immer, wenn du irgendwas mit Eis hast oder so, du brauchst immer so ein Rätsel in dem Game, gell? Das war wirklich immer so. Sieht hier schon wieder sick aus. Hier fehlt die zweite Hälfte von dem Faltkreis. Das heißt, wir müssen hier wieder ein langes Rätsel machen, oder was? Oh, wir müssen gucken. Was? Das ist ein Gegner drin, das ist wie unnötig. Der hat aufgemacht. Rein da. Ein kleiner Turm zum Hochgehen, oder was? Oh mein Gott, ich freue mich richtig schon, diese Icebikes zu bekämpfen. Wann hat man zum letzten Mal diese Icebikes gesehen? Ich meine, das vor allem, also zumindest in dieser Form. Waren sie nicht vielleicht zuletzt in New Super Mario Bros. DS drin? Weil ich glaube, in anderen Games, wo sie später als Icebikes vorkamen, sahen sie, glaube ich, nicht so aus. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Jetzt wird spannend. Zack, runter da. Hui. Okay, wo geht's hin? Ja, als ob man gegen... Oh. Holy shit. Okay. Oh, okay. Alles klar. Ist hier schon der Bosskampf? Ich schätze immer diese Pergamenton-Dungeons immer viel länger, aber stimmt gar nicht. Hier ist schon der Kampf. Was für ein Viech wird das jetzt sein? Ah, wahrscheinlich ein Bär, oder? Okay. Der Typ ist jetzt im Eis eingesperrt. Ich glaube, es ist ziemlich offensichtlich, was man machen muss in diesem Fall. Man braucht Feuer. Wenden wir hiermit jetzt den Kampf? Ich hoffe doch. Es macht nicht so viel Damage, aber wir kommen weit. Aber jetzt können wir es beenden. Bam, 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 bam. Zack, down. Das müsste jetzt aber auch das letzte Pergamenton sein, das wir jetzt besiegt haben. So gesehen sind wir bald fertig mit dem Game? I don't know. Mal wieder ein Buch bekommen. Was geht jetzt ab? So viele Effekte, es fängt wieder an zu lenken. Wo geht's jetzt hier raus? Geht's jetzt hier? Nein. Hä? Oh, das hätte ich jetzt fast verpasst. Holy shit. Wie asozial versteckt. Bin ich Schlossbruster? Ah, das habe ich nicht gesehen, dass es da Durchgang gibt. Ja, wir sind genau da angekommen, wo ich es erwartet hatte. Da fällt mir gerade auf, wir sind ja immer noch in diesem Karo-Insel-Ding da drin, ne? Das heißt, das Pergamenton ist hier die ganze Zeit eingesperrt gewesen. Holy shit, Alter. Ah, somit kommen wir jetzt hier und bei der anderen Seite rüber.
Dies ist die Prüfung der Weisheit. Bewältige die drei Etappen und eine heilige Kugel sei euer Lohn. Okay, bin ich mal gespannt, was hier als Weisheit getestet wird. Bei Kraft dachte ich ja eher, dass da mehr Kämpfe gemacht werden, aber nee. Möge die Prüfung der Weisheit beginnen. Entscheidet innerhalb der Zeit, ob die Sätze, die ihr hören werdet, wahr sind oder falsch. Also Fakten über das Game, sozusagen. Drei Luftschlangen habt ihr bis jetzt gelöst. Das ist true, ja. Ich schätze mal, egal was jetzt die Frage sein wird, ich kann mir gut vorstellen, dass die Antwort falsch ist. Eine Tonne Eisen ist schwerer als eine Tonne Wolle. Der Klassiker. Das hat nicht mehr was mit dem Game zu tun. Das ist einfach nur so ein IQ-Test. A, B oder C? Oh, okay. Bin gespannt. Sprecht mit allen drei Figuren und wählt dann diejenige, die lügt. Oh Gott, okay. B ist der Lügner. Ich bin nicht der Lügner. Ja, okay. Aussage gegen Aussage. A ist der Lügner. Ja, dann ist A der Lügner. Weil wenn B... Warte mal. Ja, niemand sagt, dass C ein Lügner ist. Das heißt, C sagt auf jeden Fall die Wahrheit, ne? Und wenn C auf jeden Fall die Wahrheit sagt, dann stimmt es ja auch, dass A der Lügner ist. Das heißt, so einfach geht das, oder? Ich hoffe, ich bin jetzt nicht komplett lost. Ja, easy. Die nächste Kugel ist unser, die Weisheitskugel. Dies ist die Prüfung des Mutes. Bewältigt ihr drei Etappen und eine heilige Kugel sei euer Lohn. Alles klar. Was kann man jetzt bei Mut alles testen? Möge die Prüfung des Mutes beginnen. Tretet näher. Okay, was für ein komisches Minigame kommt jetzt. Haltet das Objekt durch erneutes Drücken von A an. Doch erst, wenn es sich unter der Pfeillinie befindet. Okay, alles klar. Also ein Reaktionsgame. Let's go. Ich frage mich, wie schnell das jetzt runterkommt. Ja, easy. Weil wenn es jetzt dreimal hintereinander das gleiche ist, was ich nicht glaube, aber wenn es ist und es wird nur schneller, dann... Oh, es ist sogar das gleiche. Ja, dann so schwer kann es ja nicht sein. Das habe ich ein bisschen arg früh noch gedrückt, aber es sollte zählen. Ein Tromp! Ich wusste, dass ein Tromp noch kommen wird. Ich habe nicht mit einem Tromp gerechnet. Als ob echt auf einen Tromp gekommen ist. Das haben wir uns richtig verdient jetzt. Das brauchen wir jetzt. Ja, genau das. Das ist die letzte Kugel. Die Mutkugel. Ausgezeichnet. Ihr habt in den drei Prüfungen eure Stärke, eure Weisheit und euren Mut bewiesen. Das heißt, wir sind jetzt hier durch und können jetzt mit diesen drei Kugeln tatsächlich zu dem Turm hingehen und den betreten oder sowas. Ich weiß nicht, was da alles abgehen wird. Sind wir mal gespannt, was wir hier noch alles erleben werden.